Jo, hallo ihr Lächeln, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wieder Miss Testerin und zwar mit einem weiteren Review. Und zwar geht es immer um das Ping-Pong, das Retro-Ping-Pong von Hardflip, gesponsert diesmal, ein YouTuber. Also schaut mal in die Beschreibung, da steht der Link zu seinem Kanal. Er hat das Ganze allerdings von monsterzeug.de, schaut auch da mal vorbei, wenn euch so etwas interessiert. Jo, also hier drinnen. Die ganzen Kabel hier oben, komm mal jetzt mal hier runter, die ganzen Kabel hier oben, muss man also alle selber verlöten. Ja, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Also, das sind die Kabel dabei, dann ist dieses Batterieteilchen dabei und natürlich die Platine mit den LEDs drauf. Ja, hier habe ich, habe ich schon gespielt etwas. Jo, dann ist hier der Geldeinwurfschlitz. Denn wenn man kein Geld hat und kein Euro, dann kann man das Ganze nicht spielen. Inneren Werte sind dann schon mal sehr gut. Ein Grund ist zu kaufen, nein Quatsch. Dann kommen hier rein 3 AAA-Batterien, wie man hier sehen kann. Jo, hier ist genügend Platz für viel Geld. Und schups, hier sind auch Magneten. Von außen sieht jetzt hier kein Mensch, dass man die Packung öffnen kann. Ja, dann hat das zwar ein ganze zwei solche Knüppel, also Knüppel, zwei, Schalter, die man bewegt und dann kann man spielen. Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man spielt Computer gegen Computer, dann gibt es die Möglichkeit, selbst gegen den Computer zu spielen oder es gibt auch die Möglichkeit, Spieler gegen Spieler. Außerdem kann man den Härtegrad, also den Schwierigkeitsgrad, erhöhen, indem man, wenn man hier einen Euro reinsteckt, ja, also Euro einfach in den Schlitz rein, steht auch ein Euro dran, dann wird das sofort rot. Wenn das blinkt, ist es Computer. Und dann, wenn man jetzt hier über die Mitte so drüber fährt, war schon zu spät. Also zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal. Jo, also ihr habt das ja gerade mit dem Blinken gesehen. 109 Euro. Also wenn man das hochschiebt mit dem Hebel hier, nach hoch oben dreht, dann blinkt es. Und dadurch, das heißt, wenn es blinkt, ist es Computer. Und wenn der Schläger nicht blinkt, dann ist es ganz normaler Spieler. So stellt man das halt ein, man muss halt die linke Seite mit dem und die rechte Seite mit dem steuern. Ja, also stecken wir nochmal rein und stellen jetzt den Härtegrad ein. Also indem man immer über diese Mitte hier so drüber fährt. Also stecken wir jetzt mal einen Euro rein hier. Schups. So, und jetzt muss ich mit dem Cursor immer hier, jetzt seht ihr hier einen Mittelbalken. Der geht jetzt immer höher, so. Und jetzt fliegt der Ball halt schneller. Also das seht ihr jetzt hier, allein kann man das schon fast gar nicht mehr spielen. Also dass man zwei Schläge achtet. Ja, ist halt zu zweit schwierig, aber man kann jetzt auch als Computer einstellen, dass man halt in der Schnelligkeit gegen den Computer spielt. So, jetzt spiele ich das mal schnell zu Ende und dann lasse ich nochmal beide Computer spielen. Okay, also lass mal jetzt mal Computer gegen Computer spielen. Also beides hochdrehen, dass beides blinkt und dann geht das gleich automatisch los. Ja, und jetzt geht's los, die Partie. Also wenn man Langeweile hat, kann man die auch gegeneinander spielen lassen. Hier ist dann noch so eine Schutzabdeckung drauf. Also hier seht ihr die Platine. So sieht das Ganze aus mit Zahlen und so weiter. Jo, stellen wir wieder hin. Und diese Klebenupseln waren übrigens auch dabei, glaube ich. Klebt man das einfach hier drauf. Ja, ich finde das Spiel wirklich nicht schlecht. Ist ein geiler Zeitvertreib, ohne Scheiß. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also vielen Dank an Hardflip. Schaut mal bei ihm vorbei und abonniert ihn vielleicht auch, denn er macht auch wirklich ziemlich geile Videos. Ja, das ist gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schaut auch mal bei monsterzeug.de vorbei. Man sieht sich oder mich, das Spiel ist aus und ciao!